Willkommen im ersten Part der sechsteiligen Dokumentationsreihe. In diesem Teil geht es um die majestätischen Greifvogelarten des Amazonases und seiner Beifüße. Greifvögel sind ein wichtiger Bestandteil der Natur, da sie die Bestände anderer Tiere unter Kontrolle halten. Aber Greifvögel jagen nicht nur andere Vogelarten, sie ernähren sich auch von Fisch, Kaiman, solange sie klein genug sind, Schlangen, Affen und Faultieren. Bei der Jagd hilft ihnen ihr hochentwickeltes Sehvermögen. Greifvögel erkennen eine Maus oder eine Bewegung im Dschungel von über 3 Kilometer Entfernung. Daher auch das Wort Adlerauge. Bei Raubvögeln wie Greifvögeln und Eulen, aber auch bei Reptilien, Kröten, Gliederfüßern, ist das Weibchen oft größer als das Männchen. Hier sehen wir einen der größeren Eisvogelarten des Amazonas, der Rotbrustfischer oder auch Kingfischer genannt. Natürlich ist er kein Reihvogel, aber ein ausgezeichneter Jäger, dafür bekannt, sich im Sturzflug ins Wasser zu stürzen, einen Fisch zu erbeuten und wieder aus dem Wasser herauszufliegen. Karakaras sind Geierfalken, die auch vor Aaskern Halt machen. Karakaras sind nur in der neuen Welt heimisch, und zwar in Mittel- und Südamerika. Im Gegensatz zu unseren bekannten Falken sind Geierfalken keine so schnellen Flieger und machen vor menschlichen Abfällen auch keinen Halt. Es sind sehr erfolgreiche Greifvögel, da man sie meist mit Beute sieht. Hier handelt es sich um die gleiche Karakara-Art. Das Gefieder ist unterschiedlich, da es sich um ein Jungtier handelt. Aber nicht nur Vögel treiben ihr Unwesen in den Wäldern. Mit einem gut geschulten Auge erkennt man auch manchmal ein wunderschönes Faultier. Hier sehen wir eine Faultiermutter mit Kind. Man erkennt, dass das Kind festgeklammert an die Mutter ist, damit es nicht von Greifvögeln gerissen werden kann. Ausgewachsen haben sie aus der Luft keine Prädatoren mehr, außer die Harpyien. Aber leider sind Harpyien vom Aussterben bedroht und nur selten zu Gesicht zu bekommen. Die Harpyie gehört zu den größten Greifvögeln der Welt und ist wohl physisch der stärkste Greifvogel. Weibchen können Tiere mit einem Gewicht bis zu 9 Kilo erbeuten. Dieser Fischbussard hat uns in unseren ganzen Aufnahmen begleitet und stetig ein Auge auf uns geworfen. Man könnte fast glauben, er ist ein Bewacher des Waldes.